Das war von Anfang an eine ganz deutliche Angelegenheit. Ihr wart ja schon am vergangenen Samstag mit den Gedanken bei dem Spiel. Hier hat sich offensichtlich gelohnt, dass ihr euch mental schon so lange auf diese Begegnung vorbereitet habt. Ja, natürlich. Das war heute sehr geil und wir haben ein bisschen Revanche von letztes Mal, weil da waren wir auch nicht selber zufrieden. Das war nicht gut genug und auch nicht in Ordnung, was da passiert ist. Aber jetzt sind wir weitergekommen und hat unglaublich gute Wille gezeigt heute und Moral. Und deswegen sind wir auch unglaublich zufrieden mit so einem hohen Sieg heute. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ist es trotzdem gefährlich, so früh so hoch zu führen? Verliert man da auch hier und da mal die Konzentration? Nee, das macht immer Spaß, die Gegner hier in Campushalle kaputt zu machen und auf den Boden zu treten. Das war super. Vielen Dank, Thomas Mogensen. Und den Gegner haben wir kaputt gemacht, würde ich sagen. Magdeburg, gute Heimreise und kühlt eure Wunden. Herzlichen Glückwunsch, das war ein sensationeller Sieg. Das hat tierisch Spaß gemacht zuzuschauen, das hat euch Spaß gemacht zu spielen. Das war von Anfang an, Lasse, so ein Ding, das von vornherein klar war. Das haben wir in dieser Saison nicht oft gehabt. Ihr habt euch meistens so einen Vorsprung erst nach hinten rausgearbeitet. Ihr seid mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch etwas zu beweisen nach unserem letzten Heimspiel. Das war ja eine kleine Katastrophe für uns. Wir sind ja weiter ins Halbfinale, aber das Spiel war echt schlecht. Das haben wir heute wieder gut gemacht, finde ich. Auf der anderen Seite finde ich, das war ja vielleicht auch so der richtige Warnschuss für euch am vergangenen Samstag, sich nochmal auf die Sache hier ganz besonders zu konzentrieren. Ja, ja, also wenn wir ein Spiel verlieren sollen, dann war das hier letztes Mal. Das hat ja nicht so viel wehgetan. Nein, genau. Das war super und jetzt ist März Schluss. März war sehr hart für uns. Wir haben 7 Spiele gehabt, glaube ich, und wir haben ja nicht alle gewonnen, aber alle erfolgreich gespielt. Das war perfekt. Habt ihr den und so oder andere Spieler auch die Möglichkeit, jetzt mal nach Hause zu fahren über Ostern? Nochmal? Habt ihr noch die Möglichkeit, auch irgendwann mal vor Ostern oder so nach Hause zu fahren oder wird durchtrainiert? Nein, also gibt es Pause für die Nationalmannschaft und wir haben ein bisschen Glück, die Dänen. Wir treffen uns erst Mittwoch, so wir trainieren ein bisschen hier in Flensburg und haben ein bisschen frei Wochenende. Siehst du, meine ich doch. Und das habt ihr auch verdient. Vielen Dank, Lasse von Hansen. Super Spiel auch von ihm. Rechts außen herrliche Tore. Du bist ja seit Wochen in bestechender Form, aber das war heute nochmal ganz besonders gut, oder? Ja, also ich denke, dass die ganze Mannschaft heute unglaublich gut gespielt hat. Wie gesagt, wir haben heute das Beste versucht. Wir wollten uns auch irgendwo Entschuldigung für das Spiel gegen Saporischschja und ich glaube, das ist uns heute sehr, sehr gut gelungen. Und ja, jetzt freuen wir uns auch ein bisschen auf die Pause. Kann ich mir vorstellen, ein bisschen ausruhen, vor allen Dingen du bist ja jemand, der, glaube ich, in so einem Spiel unglaublich viel Kraft lässt, jeder von euch, aber deine Würfe werden ja immer, übst du die im Training oder ist das wirklich spezielles Krafttraining oder ist das nur Technik? Erklär das mal so ein bisschen, hier sind ja auch viele, die selber Handball spielen, wie kriegt man so einen Wurf? Oh, da fragst du mich, also natürlich irgendwo Training, aber ich glaube, das habe ich eigentlich, natürlich nicht so ein, aber von klein auf habe ich eigentlich immer einen guten Wurf gehabt. Und ich glaube, das ist auch irgendwo Talent, natürlich auch Training. Und ja, ich bin froh, dass es so ist. Wie gesagt, kann ich nichts sagen. Eine Wahnsinnsgabe auf jeden Fall und sensationelle Tore, macht die weiter so. Also das waren ja weit über 100 km/h, 130 oder so haben wir da bestimmt auf der Uhr gehabt. Vielen Dank, Peter Georgic. Und ja, ruht euch ein bisschen aus. Ihr habt die Entschuldigung für Samstags dicke angekommen und angenommen. Das war es hier erstmal von der SG. Wir machen tatsächlich mal ein bisschen Pause.